Hallo, 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 ihr fleißigen Kobolde und willkommen zurück auf der Scheibenwelt. Okay, ich habe jetzt eine Aufgabe. Ich muss irgendwie an ein Foto einer Elfenkönigin kommen. Okay, wo und wie komme ich ins Elfenreich? Und wer weiß irgendwas von Elfen? Der nicht. Bis demnächst. Ja, bis dann. Soll ich nochmal die Maskenbildnerin fragen? Vielleicht kann die mir sagen, wie ich dahin komme. Oder Tod vielleicht? Ich rede nochmal mit Tod. Oh, er glänzt. Tod hat ein Spiegelbild, hätte ich nicht gedacht. Da ist Schminke. Die Farben gefallen mir nicht sehr. Meine Haut braucht eine schonendere Grundierungscreme. Können wir die mitnehmen? Eine bessere Grafikkarte würde mir mehr helfen. Maskenbildnerin? Unsere eigene Maskenbildnerin. Bildet sich offenbar jede Menge ein. Was, frage ich mich? Tod, die schreckliche Erscheinung am Ende unseres Lebens. Nett zu wissen, dass er sich auch entspannen kann. Ich rede mal mit Tod. Ich glaube nicht, dass er in der richtigen Stimmung ist, um ein wenig zu plaudern. Dann rede ich halt nochmal mit der Maskenbildnerin. Was das benötigte Bild betrifft, hast du eine Ahnung, wie und wo man Elfen findet? Nein. Warum fragst du nicht die Elfen? Ich stelle dir die Frage jetzt noch einmal ganz langsam. Und ich möchte, dass du dabei meine Lippen beobachtest. Es ist nicht nötig, gleich so unfreundlich zu werden. Warum wendest du dich nicht an eine Hexe oder so? Sie wissen über Elfen Bescheid. Also ab nach Ankh-Morpork. Dann frag ich mal Frau Kuchen oder Oma Wetterwachs. In den Schatten. Oh, da ist eine Tür? Kommt man da schon die ganze Zeit rein? Hallo. Oh ja, das klingt gut, was? Eine solche Einstellung erwarte ich von euch Faschisten. Wie bitte? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, genau. Damit fängt's an. Tod hier und Tod dort. Behaupte bloß nicht, dass du solche Worte nie benutzt hast. Ich habe keine Vorurteile. Vorurteile sind nicht nur dumm, sondern auch todlangweilig. Na bitte, ich wusste es. Wenn es für uns Tote jemals Gerechtigkeit geben soll, müssen wir bei den Wurzeln anfangen. Nicht ein bisschen tiefer? Versuch bloß nicht zu bestimmen, wie aktiv wir sein dürfen. Lebi, Rechte für Tote, das verlangen wir. Wenn du nicht tot bist, so bist du für uns gestorben. Dieser Club ist nur für die Kinder der Nacht. Lebende haben hier nichts verloren. Oh, ein exklusiver Club? Aber ich habe doch einen Totenschein. Dann komme ich da bestimmt rein. Benutze Totenschein mit Tür. Oh, du bist also tot. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Die Kleidung bietet einen guten Hinweis. Na schön. Komm rein, Bruder... Rincewind. Bruder Rinz... Dingsbums. Herein, herein. Die Sitzung beginnt gerade. Grüß euch, Brüder. Und die Schwestern? Entschuldigung, ich grüße auch euch Schwestern. Erlaubt mir, unser neuestes Mitglied vorzustellen. Rincewind. Rincekind. Rincewind. Wind. Ah, du meinst nur ein Lüftchen, Bruder. Passiert uns allen. Poltergas. Wie? Ist er, Poltergas? Immerhin hat er sich als Wind vorgestellt. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, Brüder und Brüderschwestern, lasst uns nun die Hymne unseres Clubs des neuen Anfangs singen. Und eins und zwei. Ankh-Morpork, Ankh-Morpork, stolz sind wir auf dich, o herrliche Stadt. Deine Straßen und Türme, nie haben wir sie satt. Auch deinen Schlamm, den Heeren, wir gern oft verehren. Wir lassen nicht zu, dass Fremde voller Niedertracht besudeln deinen edlen Schlamm, dagegen kämpfen wir mit aller Macht.
ziehen selbst kriechend in die Schlacht. Freunde, wir müssen den Tod nicht einfach so hinnehmen. Ich sehe ein Land, in dem die Toten einen Platz neben den Lebenden bekommen. Obwohl die meisten von ihnen gestützt werden müssen oder zusammengenäht sind. Ich sehe einen Ort, wo Geister ihre Fesseln abstreifen und dabei mithelfen können, die Gesellschaft gerechter zu gestalten. Wo ein Mann stolz den Kopf heben kann, um ihn anschließend unter den Arm zu klemmen. Wo er auch die Faust recken darf, wenn er weiß, wo er sie hingelegt hat. Wo er sagen kann, ja, ich bin mausetot, aber ich finde mich nicht damit ab. Okay, wir reden mal hier Graf, Gräfin, Windel, schwarzer Mann, Rikschu, Xolid. Was? Wandschrank. Was ein Haufen untoter Aktivisten wohl in einem Wandschrank versteckt? Nun, vielleicht ist es besser, nicht darüber Bescheid zu wissen. Ich guck mal rein. Ein schwarzes Schaf. Ein schwarzes Schaf? Es ist doch ein Skelett. Oh, ich verstehe. Jemand hat dir das Fell über die Ohren gezogen. Das sollte eigentlich ein kleiner Scherz sein. Na los, stöhn ruhig. Sowas hat therapeutische Wirkung. Kann ich mit dem schwarzen Schaf reden? Oh, hallo. Was machst du hier? Abgesehen davon, ein für den Erfolg meiner Mission wichtiges Objekt zu sein, wie ich vermute. Ja, da hast du vermutlich recht. Nun, an deiner Stelle würde ich es nicht dabei bewenden lassen. Ah, du versteckst dich im Schrank, wie? Nimmst du es etwa wie ein Lamm hin? Es wie ein Lamm hinnehmen, verstehst du? Ja, da hätte ich den Schrank auch wieder zugemacht. Bei so einem schlechten Witz. Warum versteckst du dich in diesem Schrank? Tatsächlich? Ich verstehe. Ich schätze, in der Arbeitswelt gibt es kaum Platz für untote Schafe wie... Ein kühles Bier und knusprig gebratene Keilerkeule. Besten Dank. Ich verspreche dir jedoch, die Ohren offen zu halten. Nichts zu danken. Da war kurz ein kleiner Bug in der Audioaufnahme. Leiche im Keller, Skelett im Schrank, ein schwarzes Schaf? Nein, ich glaube, dieser Sache gehe ich besser nicht auf den Grund. Vicar, lass das bitte. Soll ich dich... Ah, du willst ein Leckerli. Kleinen Moment. Dann mach ich mal eine Pause und gebe dir ein Leckerli. Okay. Und da bin ich wieder. Weiter geht's mit den Gesprächen. Mit dem schwarzen Schaf. Warum versteckst du dich in diesem Schrank? Tatsächlich? Achso, das hatten wir alles schon. Mir reicht dieses Gespräch. Ich rede mal hier mit Xolid. Ein männlicher Banshee? Nun, ich schätze, es muss auch sie geben. Ich wünschte, das wäre nicht der Fall, aber so ist das eben. Entschuldigung. Psst. Entschuldigung. Psst. Okay, der will nicht reden, dann rede ich mal hier mit dem Grafen. Graf Notfarute, ein Vampir mit sozialen Ansprüchen. Erstaunlich, dass Vampire immer Abendkleidung tragen, nicht wahr? Ich meine, es ist eher unwahrscheinlich, dass sie zu irgendeiner Party eingeladen werden. Hallo, wir sind also untot, wie? Das brauchst du gar nicht so von oben herab zu sagen. Wir sind die dunklen Kinder der Nacht, jawohl. Dunkle Kinder? Ihr seid so blass wie... Nun, ihr seid ziemlich blass. Das gilt zumindest für ihn. Bei dir ist es mehr Talkumpuder. Du meinst das Make-up. Ich bin ein Vampir und sie ist meine Braut der Finsternis. Nun, früher war sie die Braut eines Obst- und Gemüsehändlers. Obst und Gemüse, Import und Export. Und dann eines Nachts, zack, plötzlich bin ich Vampir. Niemand hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ein kurzer Biss in den Hals und jetzt bist du ein Vampir, Kumpel. Wenn du ein Vampir bist und sie nicht, warum trägt sie dann solche Kleidung?
Eine Frau sollte die Hobbys ihres Mannes teilen. Außerdem hat man dabei Gelegenheit, interessante Kostüme zu tragen. Damit ich alles richtig verstehe, ihr beide seid also urbane Vampire, wie? Schreckliche Geschöpfe der Finsternis und so weiter. Ja, das stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, bist du in der Sirupstraße als Obst- und Gemüsehändler tätig gewesen. Früher ja. Es war ein tolles Geschäft. Wir haben nicht mit dem üblichen Obst und Gemüse gehandelt. Nein, zu unserem Angebot gehörten Spezialitäten wie zum Beispiel der klatschianische Riesenpfirsich. Solche Köstlichkeiten bekam man nur bei uns. Riesenpfirsiche? Ja, fast 2 Meter hoch und 500 Pfund schwer. Ach, sie waren wunderschön. Bei Offlas Zähnen, wer verspürt Appetit auf eine halbe Tonne Pfirsich? Niemand. Man jagt sie wegen des Fells. Nun, als das Schicksal meinen Mann auf eine höhere Existenzebene beförderte, hielt ich den Zeitpunkt für gekommen, unser Dasein zu ändern. Ich meine, wenn es jemand mit dem Herrn der Nacht zu tun bekommt, er möchte nach dem Erwachen sicher nicht feststellen müssen, dass er 2 Löcher im Hals hat und nach Pfirsichen riecht. Deshalb mussten wir das Geschäft aufgeben, nicht wahr, Graf? Ja, Schatz. Warum seid ihr beiden hier? Mom, es nervt, den ganzen Tag im Sarg zu hocken. Hör du den anderen zu, Schatz. Wir halten es für sehr wichtig, unser untotes Bewusstsein zu erweitern. Es ist eine Schande, wie die Toten heutzutage behandelt werden. Man schenkt ihnen kaum Aufmerksamkeit. Ebenso gut könnte man sie einfach irgendwo verbuddeln. Genau. Wie dem auch sei, wir sind hier, um etwas dagegen zu unternehmen. Reck hat recht. In jedem von uns gibt es einen Toten, der auf die Gelegenheit wartet, sich zu zeigen. Ein vampirischer Gemüsehändler, wie? Ich schätze, ich werde nie wieder Kohl essen. Bis dann. Okay, dann reden wir hier mal mit dem schwarzen Mann. Hallo. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein. Warum? In letzter Zeit scheine ich niemanden mehr zu erschrecken. Oh, tut mir leid. Um ganz ehrlich zu sein, ich fürchte mich. Ich bin geradezu entsetzt. Der Panik nahe. Fühlst du dich jetzt besser? Eigentlich hast du gar keine Angst. Doch. Warum läufst du dann nicht weg? Weil ich vor Angst wie gelähmt bin. Ja, genau, wie gelähmt. Bei klarem Verstand bin ich in einem Kokon aus Unwirklichkeit gefangen und kann die Beine nicht mehr bewegen. Voller Grauen stehe ich wie angewurzelt. Tatsächlich? Und ob? Wenn ich noch mehr Angst hätte, fielen mir die Ohren ab. Das ist mein voller Ernst. Ich dachte, beim letzten Mal hätten wir dich geheilt. Was ist mit der alten Tür passiert? Jemand hat immer wieder Briefe darunter geschoben. Wenn ich das Ding nicht aufgegeben hätte, wäre ich in einer Flut von Post erstickt. Am schlimmsten war der Geruch der vielen Parfümproben. Ich glaube, man nennt das Zeug Amber oder so. Nach einigen Wochen zersetzt es sich und dann hat man einen Haufen. Woraus besteht Amber eigentlich? Ich glaube, man bekommt es, wenn sich irgendwo ein Wal übergibt. Das Zeug verwandelt sich dann in Parfum. Seltsam, aber wahr. Wer mag der erste Mensch gewesen sein, der das Erbrochene eines Wals sah und dachte, das lässt sich zu Parfum weiterverarbeiten? Tja, sowas stimmt einen nachdenklich. Gibt's das Zeug wirklich? Sagt mir gar nichts. Nimmst du häufig an solchen Treffen teil? Nein, eigentlich nicht. Ich bin nicht in dem Sinne tot, weißt du, nur untot. Aber die Mitgliedskarte gibt einem Anspruch auf interessante Rabatte. Billige Grabsteine, besonders günstige Särge, solche Sachen. Ja, aber wenn du gar nicht stirbst, ich meine, wenn bei dir gar keine Bestattung notwendig wird,
Dann kannst du doch auf sowas verzichten, oder? Es sind großartige Geschenke. Zum Beispiel, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier ist ein Grabstein mit der aufrichtigen Hoffnung, dass du ihn bald verwenden kannst. Klingt doch nicht schlecht, oder? Hast du viele Freunde? Du brauchst diese Frage nicht zu beantworten, wenn du nicht willst. Der schüchternste schwarze Mann weit und breit. Nun, unter günstigeren Umständen wäre ich jetzt wirklich erstaunt und auch fasziniert. Entschuldige, ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen. Ich muss jetzt weiter. Was ist das? Nix. Okay, dann reden wir mal mit Windel. Bist du noch nicht tot? Tot? Natürlich bin ich tot. Allerdings hindern mich die Umstände daran, ein anständiges Leben nach dem Tod zu beginnen. Wie hindert man eine Leiche daran, durch die Gegend zu laufen? In Büchern finden sich überhaupt keine Hinweise. Ich habe versucht, mich zu erdrosseln und zu vergiften. Ich bin sogar von einem Eselskarren gesprungen. Ach, und wie hat das geklappt? Nicht besonders gut. Man wirft mir vorsätzliche Behinderung des Verkehrs vor. Außerdem legt man mir zur Last, ohne Genehmigung tot in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen zu sein. Ist das etwa fair? Du bist also Clubmitglied geworden? Mitglied? Mitglied? Wie soll ich jemals Mitglied werden, wenn ich die Beiträge nicht bezahlen kann? Und ich kann die Beiträge nicht bezahlen, weil ich keine Arbeit habe. Ich frage dich, behandelt man so eine wandelnde, sprechende Leiche? Zu meiner Zeit zeigte man mehr Respekt vor Toten, die ein wenig Geld brauchten. Wie bitte? Du sollst Beiträge bezahlen? Es ist Rex Schuld. Er möchte Sargdeckel mit Mitgliedsinfos an der Innenseite beschriften lassen. Was? Und das soll teuer sein? Nun, Sargdeckel wachsen nicht an Bäumen. Zumindest nicht an den Bäumen, die man in nüchternem Zustand sieht. Was soll das heißen, du kannst dich in keiner Stellung halten? Ich meine, du machst dich doch nicht einfach auf und davon. Und bestimmt feierst du auch nicht oft krank. Genau, aber versuch mal, das einem Arbeitgeber klarzumachen. Ich meine, die Vorteile eines toten Arbeitnehmers sind doch offensichtlich. Keine Essenspausen, keine Probleme mit Nachtschichten und so. Es sollte doch klar sein, dass sich für niemanden Nachteile ergeben. Was ist passiert? Hat man sich über deinen Geruch beschwert? Nein, die Dingsbums steckt dahinter, die Bürokratie. Versuch mal, ein Steuerformular auszufüllen, wenn du offiziell tot bist. Wohnort, Friedhof, derzeitige Beschäftigung, Verwesungsspezialist. Die Sache ist wirklich ausgesprochen mühsam. Kein Wunder, dass sich die Leute so sehr bemühen, den Tod zu vermeiden. Der Papierkrieg kann enorm sein. Armer alter Windel. Von der Jugend zum Akademiemitglied. Vom Akademiemitglied zum Grab. Und vom Grab, zack, direkt in die Schlange vorm Arbeitsamt. Typisch Wohlfahrtsstaat. Hören wir jetzt auf damit. Ich mag seinen Freddy Krüger-Pulli. Entschuldigung. Psst. Entschuldigung. Psst. Okay, mit dem kann man nicht wirklich reden. Rack Shu, ein Zombie mit einer Mission. Ich würde ihm die Hand schütteln, doch vielleicht hätte ich nachher mehr Finger als vorher. Guter alter Windel. Hat sich noch immer nicht daran gewöhnt, tot zu sein. Aber er versucht es weiterhin. Und so viel Ausdauer verdient Bewunderung. Die Gräfin Notfarute nehme ich an. Ich bin froh, dass sie eine Braut der Finsternis ist. Im hellen Licht sehe ich sie nicht gern. Nett, Rincewind, sehr nett. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Und, warum bin ich jetzt überhaupt in den Schatten gegangen? Was wollte ich hier? Ach so, ich wollte mit Frau Kuchen über Elfen reden. Ganz gut, danke. Na los, frag. Ich bekomme Migräne, wenn man nicht die richtigen Fragen stellt, nachdem ich sie beantwortet habe.
Hallo, Frau Kuchen, wie geht es dir? Schon besser. Okay, sie kann mir nicht helfen. Bis dann. Dann vielleicht Oma Wetterwachs. Erzähl mir von Elfen. Weißt du über sie Bescheid? Und ob, da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Elfen? Ich würde den durchtriebenen magischen Teufel nicht weiter trauen, als ich ein sehr schweres Objekt werfen kann. Und die Elfenkönigin ist besonders schlimm wegen des Glamours. Ohne ein einziges Wort kann sie einen Mann verzaubern. Oh, ich verstehe. Die unheilvolle Macht ihrer Augen, nicht wahr? Vermutlich hat nie jemand den Blick weit genug gehoben, um ihre Augen zu sehen. Der Zugang zur Elfenwelt bildet ein Steinkreis unweit von Lothre. Betritt ihn nicht! Die Elfen entdecken alles Unnatürliche. Damit sind Wesen gemeint, die weder Elfen noch Einhörner sind. Auch keine Oger mit mindestens 3 Köpfen und einem großen Kariesproblem. Sie bringen dich schneller dazu, an deinen Zähnen zu saugen und Tralalalali zu singen, als sie dir ins Auge spucken können. Was sie ebenfalls machen. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Und da gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Bis dann!